So, liebe Leute, passend zum Weihnachtsmarkt und zur Jahreszeit gibt es jetzt gleich einen sehr schönen Test. Ihr habt es im Intro, wobei ich jetzt gerade noch nicht weiß, ob ich überhaupt ein Intro mache, gesehen, also zumindest im Titel gelesen. Es gibt einen Grünkohl-Vergleich, ein Grünkohl-Battle vom Dortmunder Weihnachtsmarkt, von dem kulinarischen Fenster versus den Kohl-King oder irgendwie so ähnlich hieß der, Kohl-König von Maika. Die werde ich jetzt gleich beide im direkten Vergleich verköstigen und jetzt hier als erstes, weil frisch vom Weihnachtsmarkt bzw. kulinarischen Fenster, den Kohl. Ist schon eine große Traube, die da wahrscheinlich sich Glühwein reinzieht und ich muss mich da gleich irgendwie durchquetschen. Du weißt Bescheid. Und da ist das kulinarische Fenster, wo es den besten Glühwein in Dortmund gibt und dort gibt es halt auch Grünkohl. Ja, und ich habe den Extrakt da noch nie probiert, bin jetzt aber mal neugierig, wie es da sein wird und melde mich gleich wieder. Battle am Laufen. Grünkohl vom Dortmunder Weihnachtsmarkt gegen den Maika Kohl King. Seht ihr dann auf meinem YouTube-Kanal, vermutlich schon am Sonntag. Hallo und beste Grüße von meinem Balkon. Ich bin gerade unglaublich froh, dass es nicht so kalt draußen ist. Und weil ich gerade eben mit meiner fetten Winterjacke in der Stadt überhitzt wurde wie so ein Packesel oder sowas, kann ich jetzt hier in einem bequemen, dickeren Pullover oder dünneren Pullover sitzen und euch hier kurz den Kohlkönig vorstellen, den wir uns aber erst im Nachhinein des Videos genauer anschauen. Denn das andere Kohlgericht soll ja nicht kalt werden. Das mache ich gleich nochmal ganz kurz warm in der Mikro, aber nur ganz kurz, damit es nicht von der Konsistenz beeinträchtigt wird. Und diesen Kohlkönig bereiten wir jetzt erstmal zu. 400 Gramm auch Grünkohl mit Kochmettwurst und Kartoffeln, also so wie das andere Gericht. 400 Gramm sind drin, 4 Minuten wird es warm gemacht mit Senf im Extra-Tütchen, was vermutlich wieder hier unten ist. So, die Packung gucken wir uns gleich im Nachhinein an. Kurz, ich mache das jetzt erstmal warm. Wie machen wir das? Folie mehrfach mit einer Gabel einstechen, ca. 5 Minuten erhitzen bei 750 Watt. Dann machen wir das so einfach mal und wir können das Schild in der Zeit ja so lange angucken. Ich bin gleich wieder da. Ich verstehe übrigens nicht, warum hier 5 Minuten draufsteht und vorne drauf 4 Minuten. Kein Plan. Grünkohl mit Kochmettwurst und Kartoffeln. Mit den ersten Frost beginnt im Norden die Grünkohlzeit. Und wer auf den geselligen Kohlfahrten den größten Appetit beweist, der wird zum Kohlkönig gekürt. Kohlkönig von Maika, typisch norddeutsch und mit bester Maika Kochmettwurst. Maika wünscht guten Appetit. 25%, nee, Grünkohl sind die Hauptzutaten, 25% ist die Hauptzutat, 25% Kochmettwurst, Schweinefleisch aus diversen Zutaten, die Wurst gemacht, 9% Kartoffeln, ich glaube, da könnte im anderen Gericht ein bisschen mehr drin sein, Bauchspeck ist auch drin, Konservierungsstoffe, Zwiebeln, Rapsöl, Haferflocken, wahrscheinlich zum Binden, Senfsaat, womit der Senf hergestellt wird, der Maika-Senf, und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, muss ich sagen. Ich werde das hier gleich so schön, dass wir da genau drauf gucken können im Vergleich, das hier fertig machen. Und ich bin sehr gespannt, wie er sich schlägt. Und manch einer mag jetzt mal, boah, jetzt haut er sich 2 Portionen Grünkohl weg. Nee, ich kriege ja oft von euch so Kommentare. Tatsächlich werde ich gleich zum Mittagessen was anderes essen. Ich werde jetzt gleich nämlich diesen Test machen, werde von jedem ein bisschen was schmecken lassen. Und dann gibt es nämlich auch gleich nochmal einen Ditch-Brezel-Test. Das wird mein Mittagessen sein und heute Abend werde ich bei den Grünkohl einfach zusammenkippen und genießen als schöne Grünkohl-Mahlzeit. Weil manchmal ist es ja auch so, dass man für so einen Test wirklich mehr aufs Reden und aufs Videomachen sich konzentriert, statt aufs Essen. Und das ist mir manchmal ein bisschen zu schade. Deswegen gibt es für mich den Hauptteil heute Abend davon, nur dass ihr dazu auch einfach so ein bisschen Feedback habt. Andererseits habe ich auch schon oft an dieser Stelle gesagt, guckt nicht darauf, was andere essen. Ich gehe mal kurz rüber und mal schauen, wie weit es ist. Wird aber, glaube ich, noch ein bisschen dauern. So, da sind die beiden Schätzchen. Das Ding war noch relativ warm, ist jetzt vielleicht nicht ganz so kochend heiß wie der Kohlkönig, aber vom Timing wird mir das sonst zu kompliziert. Das ist wie gesagt hier vom kulinarischen Fenster, hat 5 Euro gekostet. Wir sehen Kartoffeln, Grünkohl, hier ist so ein bisschen Bauchspeck drin. Mettwurst haben wir ja auch schöne Stücke drin. Den Senf habe ich mir da zu portioniert. Dann haben wir hier den Kohlkönig, 400 Gramm sind drin, regulär 2,50, habe ich glaube ich im Angebot für 2 Euro gekauft. Ah ja, man sieht, der ist schon so ein bisschen mehr eingekocht, wenn wir da mal so drauf gucken. Können das ja immer so ein bisschen im Vergleich machen, ist jetzt ein bisschen schwierig von der Kameraeinstellung. Wir gucken uns erstmal den Kohlkönig genau an. Er ist so ein bisschen suppiger, finde ich, so ein bisschen dünnflüssiger, nicht ganz so dick. Man sieht auch, dass hier nicht ganz so große Kartoffelstücke drin sind wie hier. Machen das einfach mal so. So geht das doch gut. Übrigens, vielen Dank an Anne an dieser Stelle für diese tolle Idee. Passt richtig gut zur Jahreszeit, hier diesen Vergleich zu machen. Und ich freue mich richtig drauf, das jetzt genau anzugucken. Wobei, so vom ersten Blick her
sieht das eigentlich so relativ gleich aus, ne? So der Grünkohl. Das hier ist, wie gesagt, wirklich fester. Das ist, das seht ihr auch, das kann man hier so hochbauen. Das bleibt stehen. Das hier ist eher flüssiger, dünner. Sprich, dann hier ist dann hier auch mehr Wasser drin. Hier ist mir beim Laufen schon aufgefallen, dass hier der Mettwurstgeruch sehr, sehr gut ist. Deswegen bin ich da sehr auf die Mettwurst gespannt. Hier bei Maika ganz klarer Vorteil, deutlich mehr Mettwurst als hier. Riesenvorteil für Maika. Hier kommt sicherlich der Mettwurst Freund besser, ich sag mal, zum Genuss. Das müssen wir mal hier noch den Senf drauf machen. Wo ist denn der Scheiß jetzt? Übrigens, ein Töpfchen Kohl und sowas ist ja sowas, das ist eigentlich auch geil, wenn man das mehrmals warm macht. Von daher bin ich echt gespannt, wie nachher das Ergebnis wird, wenn ich beide zusammenklatsche. Bestimmt super lecker. Und dann nochmal warm machen. So, ein bisschen Senf drauf. So, ein bisschen wenig, müssen wir eigentlich noch mehr holen, aber jetzt zum Testen reicht es. Ich probiere jetzt einfach mal erst hier den frischen vom Weihnachtsmarkt. Ich würde sagen, ungefähr so 500 Gramm, ungefähr 400 Gramm. Preisig, also hier der frische natürlich ein bisschen teurer. Oh. Lecker. Oh. Richtig würzig, man merkt richtig, wie diese Aromen der Wurst in den Kohl übergegangen sind. Oh, die Mettwurst. Ich weiß nicht, wie lange ich keine Mettwurst mehr gegessen habe. Ich bin voll der Esel. Also sind auch schon Mettwurststücke drin. Das seht ihr hier ganz gut. Ja, hier. Aber es sind nicht zwei so riesen Trümmer wie hier. Aber eine sehr, sehr geile Mettwurst. Also ganz großartig. Jetzt probiere ich auch mal hier erst den Kohl als Vergleich. Aber auch sehr lecker, ey. Wahnsinn. Hat auch eine leicht säuerliche Note wie bei Kohl. Ich schätze mal, dass, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, dass Grünkohl auch selber schon mit Senf oder sowas oder Essig, ich weiß es nicht genau, gewürzt wird. Er hat jedenfalls eine leicht säuerliche Note. Lecker. Recht salzig. Das muss ich hier nochmal zum Vergleich probieren. Ich habe den Eindruck, dass hier bei einem frischen vom kulinarischen Fenster am alten Markt, es ist kartoffeliger, das sieht man aber auch. Und ich habe den Eindruck, dass hier so ein bisschen mehr das Aroma der Wurst drin ist. Was natürlich auch Sinn macht, weil hier ist die Wurst als Ganzes. Da läuft man nicht so die Säfte raus wie hier. Hier ist so ein bisschen mehr Wurstgeschmack. Wurstgeschmack. Wurstwasser im Grünkohl gelandet. Also sehr, sehr... Boah. Sehr, sehr lecker. Oh, Mann. Oh, wow. Danke, Anne, für diese Idee. Kulinarisches Fenster ist ein Top-Grünkohl. Vor allem mit Wurst, Senf, alles auf einer Gabel. Ganz großes Kino. Ganz, ganz großes Kino. Und mir gefällt wirklich sehr diese pappige Konsistenz. Ich liebe solche Eintöpfe. Nicht nachwürzen. Boah, geil. Vor allem die Kartoffeln, die machen so eine sämige Masse hier. Fantastisch. Richtig, richtig großartig. Richtig großartig. Ja. Ganz herrlich. So. Wow. Wow, wow, wow. Sorry, aber ich bin echt begeistert. So, der Maika Curry King war, wie gesagt, auf die erste Gabel auch schon mal gar nicht so schlecht. Ich müsste eigentlich mal einen Schluck Wasser trinken. Ich bin sofort wieder da. Und ihr guckt euch jetzt einfach mal, ohne dass ich Pause mache, die Wurst an. Ach. Ich habe ja hier noch was. Das ist jetzt ein Insider. Bisschen im Mund durchgespült. Und jetzt gucken wir uns nochmal den Maika Kohl King an. War aber auch sehr lecker. Hat einen kohligeren Geschmack als das. Man sieht es halt auch an der Menge an Kartoffeln. Ne? Wenn man hier nochmal so hinguckt, hier ist wirklich deutlich mehr Kartoffel drin. Das hier hat einen, wie gesagt, kohligeren Geschmack. Man merkt hier mehr Kohl. Ich finde aber so prinzipiell das mit den Kartoffeln, mit mehr Kartoffeln besser. Ich finde es auch schön, dass die so richtig sämig gekocht sind. Hier sind so ein paar Stücke drin, was aber jetzt wirklich nicht schlecht sein soll. Es mag Leute geben, die mögen das lieber, wenn das so ein bisschen stückiger ist. Die Kartoffel, die hat wirklich sogar noch ein bisschen Biss. Jetzt gucken wir uns mal die Wurst an. Das sind echt zwei große Würstchen. Ha, er hat Würstchen gesagt. Und... Boah, Wahnsinn, ey. Nicht so würzig,
wie die hier. Man sieht es vielleicht auch ein bisschen an der Farbe. Die hier sieht so ein bisschen mehr gepökelt aus, dunkler. Aber richtig saftig innen drin. Richtig geil. Ich habe den Eindruck, dass die ein bisschen fettiger ist, die Wurst. Die andere, ups, sorry. Oh, Entschuldigung. Die frische ist vielleicht ein bisschen länger gedörrt. Vom frischen Grünkohl ist vielleicht ein bisschen länger gedörrt, dass sie dadurch mehr ausgetrocknet ist oder so. Wobei, fällt dann vielleicht ein bisschen ausgetreten. Das weiß ich nicht, vielleicht ist sie auch einfach anders zubereitet. Aber dafür ist sie richtig geil saftig und ist halt richtig viel drin. Entschuldigung, ich muss mal kurz pausieren. Es könnte sein, dass ihr mich gerade habt aufstoßen hören. Da möchte ich mich wirklich sehr für entschuldigen. Das tut mir leid. Das kann ich jetzt aber auch nicht mehr rausschneiden. Und ich habe halt gerade Sprudel getrunken. Also sorry dafür, ist echt nicht meine Art. Wie gesagt, jetzt hier auch mal mit Senf noch. Guter Senf, lecker, richtig schön. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich kann mich nicht entscheiden, was ich euch empfehlen soll. Ich für meinen Geschmack finde den hier besser, weil einfach mehr Kartoffel drin ist und weil diese Konsistenz so sämig ist und weil diese Wurst so unfassbar geil würzig ist. Hier hingegen ist richtig viel sehr leckere, saftige Wurst auch drin. Ist wie gesagt ein bisschen dünnflüssiger. Dafür dürfte das Ding für Freunde der etwas bissigeren Kartoffelbevorzugung irgendwas besser sein. Und die ein bisschen mehr Kohlgeschmack, ein bisschen mehr Grünkohl haben wollen. Ich weiß nicht, was ich euch sagen soll. Ich finde beide lecker und bin wirklich sehr erstaunt, wie gut dieses Fertigprodukt ist und wie gut es sich auch zum Frischen schlägt. Ich kann nur sagen, von mir prinzipiell ein Unentschieden, wenn ich aber auch das jetzt hier leicht bevorzugen würde. So, und jetzt Frage an euch. Schon mal probiert? Wenn ja, wie schmeckt es euch? Oder wie steht ihr allgemein zu Grünkohl? Ist das für euch so auch mal Opa-Essen? Oder sagt ihr auch so, boah, ab und zu mal so einen geilen Eintopf Grünkohl ist schon super? Dann würde ich mich über einen Kommentar freuen. Und bitte auch, wenn ihr noch kein Abo habt, lasst mir gerne ein Abo da. Vergesst den Daumen nach oben nicht. Und wenn ihr meinen Kanal euren Freunden empfehlen würdet, wäre ich euch sehr dankbar. Bis bald, macht's gut und ciao.